Schirmer hier. Heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen und darum, warum viele Menschen ja einfach nicht den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte dir heute auch ja eine Übung mit auf den Weg geben, die dir eben ja erleichtern soll, zukünftig deine Entscheidungen einfach schneller zu treffen. Ja, zunächst mal ist es so, dass wir, egal ob jetzt im Beruf oder im Privatleben, dass wir täglich ja damit konfrontiert werden, Entscheidungen zu treffen. Manche Entscheidungen haben eine große Tragweite, manche eher eine kleinere Tragweite. Aber völlig egal, manche Menschen haben einfach Angst davor. Und das ist nämlich auch der Hauptgrund, nämlich die Angst vor den Konsequenzen in der Zukunft. Und immer wenn wir eine Entscheidung treffen, dann wissen wir nicht, ja, was bedeutet es in Zukunft für uns? Was kommt da auf uns zu? Und deswegen schieben viele Menschen einfach wichtige Entscheidungen, zum Beispiel auch gerne vor sich her, in der Hoffnung, dass sich alles von alleine erledigt. Nur tritt es dann in der Regel nicht ein. Viele Menschen bleiben deswegen einfach bei einem Lebenspartner oder bei einem Partner, wo sie einfach ja nicht mehr mit dem Herz in der Beziehung dabei sind, wo sie vielleicht unglücklich sind, einfach dahingehend zu sagen, okay, vielleicht will mich niemand mehr oder was auch immer, ja, das so die Beweggründe sind. Andere wiederum, die bleiben in ihrem Beruf, obwohl sie völlig unglücklich sind, sich morgens aus dem Bett quälen müssen, weil sie keinen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen. Also Beispiele gibt es da mehr als genug. Und ich möchte aber aus dem Thema einfach mal so ein bisschen die Luft rausnehmen, weil zu dem Thema gibt es laut, also es ist einfach meine Sicht der Dinge, ja, gibt es einfach nur eins zu sagen. Es ist völlig egal, wie du entscheidest, weil du weißt nämlich nicht, was die Konsequenzen in der Zukunft sind. Du bleibst vielleicht bei deinem Partner, weil du sagst, du weißt nicht, ob du nochmals jemanden anderen findest oder was auch immer. Damit entscheidest du dich einfach weiterhin unglücklich zu sein zum Beispiel. Ja? Kann also sein. Ja? Es kann auch wirklich passieren, wenn du die Entscheidung triffst, dich zu trennen, dass du tatsächlich alleine bleibst. Kein Mensch weiß das. Also es kann passieren. Ja? Auch ich treffe manchmal Entscheidungen, die gehen einfach in die Hose. Ja? Da hätte ich gern auch lieber ein anderes Ergebnis, aber es ist dann halt nicht so. Kann passieren. Es kann aber auch passieren, dass du dann zum Beispiel die Entscheidung triffst und trennst dich von deinem Partner und lernst dann genau die Frau deines Lebens kennen, weil wo du morgens aufwachst und genau weißt, ja, ich habe es richtig gemacht und stellst dir dann die Frage, warum habe ich die Entscheidung nicht schon früher getroffen? Genauso bei der Arbeitsstelle. Ja, du weißt nicht, was die Zukunft bringt, aber es könnte ja sein, dass dein Traumjob auf dich wartet, dass das Leben noch mehr für dich bereithält. Also wir wissen es nicht. Ja? Und deswegen ist es auch völlig egal, wie du dich entscheidest, weil du nie das Ergebnis kennst. Ja? Wenn du nichts entscheidest und alles so lässt, wie es ist, dann weißt du, okay, momentan ist alles, wie es ist, aber es kann ja auch zum Beispiel passieren, dass du gekündigt wirst, dass dein Partner dich verlässt. Also auch dann, ja, da hat halt jemand anders die Entscheidung dann für dich getroffen. Natürlich gibt es aber auch Entscheidungen, die haben eine große Tragweite oder betreffen eben halt auch andere Menschen. Und das sind halt eben Dinge, Prozesse, die, ja, wo man einfach nicht so schnell eine Entscheidung treffen kann. Und da habe ich immer so für mich eine kleine Übung. Ich nehme mir dann immer so ein Blatt Papier, ziehe da so einen Strich in der Mitte und schreibe links, was für die Entscheidung spricht und auf der rechten Seite, was gegen die Entscheidung trifft. Und dann nehme ich mir einfach Zeit, komme ein bisschen runter, nehme die Emotionen aus dem Thema raus, hör so in mich hinein, reflektiere einfach mal, was kommt denn da so alles hoch. Und dann kommen auch die ganzen Ängste und Sorgen mit raus, was denn alles passieren könnte. Und wenn ich das dann als manchmal schwarz und weiß sehe und mir dann die Frage stelle, ist es wirklich so, dann stelle ich fest, dass viele Sorgen, die ich mir mache, eigentlich gar nicht unbegründet sind. Und noch was, egal wie du dann letzten Endes entscheidest, selbst wenn eine Entscheidung in die Hose gegangen ist oder wenn eine Entscheidung falsch war, was man eh immer erst hinterher merkt, dann ist es nicht schlimm, weil die Erde dreht sich immer weiter und morgen geht die Sonne auch wieder auf. Das heißt, man hat jeden Tag die Chance, gewisse Dinge zu korrigieren oder einfach für die Zukunft besser zu machen. Und deswegen hab den Mut, Entscheidungen zu treffen, weil dann lebst du. Ja? Du kannst dich weiterentwickeln. Und wenn eine Entscheidung schlecht war, okay, dann gibt's halt, da musst du halt einen Weg finden, wie du das Ganze wieder gut machst oder wie du es verbesserst. Ja? Aber es ist immer noch besser, als keine Entscheidung zu treffen und sich dann immer die Frage stellen zu müssen, was wäre gewesen, wenn ich die Entscheidung damals getroffen hätte. Und da gibt es eben auch ein schönes Gedicht von Albert Schweitzer, das habe ich im Blogartikel mit reingenommen. Ich denke, das passt ganz gut.
Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, ich habe einen Blogartikel erstellt, dann kannst du unterhalb dieses Videos auf den Link klicken und dann kommst du direkt zum Blogartikel. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Kraft, viel Energie, alles, alles Gute. Jetzt unterhalb den Link klicken und viel Spaß auf dem Blogartikel. Macht's gut, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.